Hallo Leute, willkommen zurück hier im Leviathan DLC von Mass Effect 3. Wir sollen Anne Bryson aufsuchen und ich vermute mal, die Galaxiekarte ist der richtige Ort dafür. Im Pylos-Nebel, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo in einem System, und das haben wir mit Hilfe von Edi und einigen Filtern einschränken können. Hier oben, da blinkt es immer noch minus Ödland, aber da wollen wir nicht hin. Vielleicht ist das eine Mission, die erst noch kommen wird. Pylos-Nebel, Ausgrabungsstätte scannen. Dann scannen wir mal. Tja. Es stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Anne Bryson bereits weiß, dass ihr Vater tot ist. Wir sind hier in Narif und scannen mal ein bisschen. Das Einzige, was wir hier anlocken. Signal bestätigt. Finden können, sind die Reaper, meine ich. Isale. Scannen wir mal Isale. Ah, schon gefunden. Was kriegen wir? Jupiter-Abhandlung. Was ist denn bitte die Jupiter-Abhandlung? Gut. Nix wie weg. Reaper umgang. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Hopser nach Dirada. Scannen da auch mal munter. Wenn es schon so auf dem Weg liegt, meine ich. Ui, das ist ein bisschen größer, das System. Und da ist ein Gürtel rund um die merkwürdig aussehende Sonne. Tenusi, da ist aber... Das ist recht groß, da scannen wir recht lange, bis die Reaper kommen. Ich habe etwas gefunden. Sineus, nicht Sinius, sondern... Sinus war eine mathematische Geschichte. So, was haben wir hier? Oh, Strahlungsschildummantelung. Aha. Und hier haben wir Treibstoff. Nehme ich mal an. Jawohl, gleich 250. Nicht schlecht, das haben wir wieder aufgetankt. Gut, dann hätten wir die Radar schon fertig gescannt. Und wir gehen nach... Zaherin, Ausgrabungsstätte scannen, da sollen wir uns auch blicken lassen. Pylos-Nebel haben wir zu 50%. Das heißt, hier wird es noch irgendwas zu scannen geben. Namakli scannen. Ist das jetzt die Ausgrabungsstätte oder. Finden wir hier was? Ne, sieht. Doch, Suche erfolgreich. Auf den Scans sind einige abgeschirmte Habitate sowie eine aktive Energiezelle zu sehen. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Dann sagen wir mal, lesen wir mal vor. Namakli ist ein trockener, aber bewohnbarer Planet, der kurzzeitig von der Pyrena-Kooperation, einem Konsortium aus Asari-Kolonisten und gesellschaftlich eingegliederten Vorcha-Arbeitern kolonisiert war. Nach einem wirtschaftlichen Abschwung verließen jedoch viele Asari den Planeten und die Vorcha-Population wuchs bis zu einem Punkt, an dem sie sich schneller vermehrten, als sie ausgebildet werden konnten. Sie wurden schon bald gewalttätig und unkontrollierbar, bis sich die Kolonien selbst zerstörten. Heute ist Namakli eine Ödnis mit geringer Population, in der sich Vorcha-Meuten über die Wüsten verstreuen. Die häufigen Zusammenstöße zwischen Siedlern und diesen Meuten sorgen dafür, dass nur geringes Interesse an einer Neukolonisierung besteht. Der Mantel an komplexer Flora und Fauna sowie die Knappheit an profitablen Metallen waren die letzten sprichwörtlichen Nägel in Namaklis Sarg. In den vergangenen Jahren ist niemand auf den Plan getreten, der über den Willen, die finanziellen Mittel oder die Feuerkraft verfügte, um eine dauerhafte Kolonie zu gründen. Okay. Da würde ich sagen, tun wir gleich mal landen hier. Namakli. Und das ist der Planet, auf dem sich vermutlich die Anne Bryson befindet. Gut, ich würde sagen, ich nehme unsere Liara mit. Und wer wirkt denn vielleicht sonst noch sympathisch auf die Anne? Und naja, gut, die Ashley wirkt immer sympathisch. Aber ich würde mal sagen, sollen wir den Javik mitnehmen? Oder die Tali? Oder Edi ist natürlich auch nie eine verkehrte Wahl bei diesem DLC. Ich nehme mal noch Edi mit.
vielleicht verstehen sich die Edi und die Anne Bryson ja. Die Liara bestimmt, weil die ist ja auch Forscherin und Wissenschaftlerin. So, das lassen wir so. Shepard, 3 Punkte, das lassen wir auch so. Und los geht's nach Namakli. Es geht einfach nicht locker über die Zunge weg. Das muss man echt sagen. Namakli ist so ein... Weiß ja nicht, aus welcher Sprache dieser Name kommt. Wahrscheinlich Asari. Wir wissen, dass diese Ausgrabungsstätte angegriffen wurde? Ja, das ist übrigens auch eine sehr gute Entscheidung. So intuitiv jetzt von mir gewesen, die Liara mitzunehmen. Es war ja eine Asari-Vorcha-Kolonie. Fällt mir gerade ein. Weitere Informationen? Richtig. Edi, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem ein weiteres Artefakt mit möglichem Bezug zu Leviathan entdeckt. Diese Entdeckung muss die Stätte zu einem Ziel gemacht haben. Wir hinken hinterher. Es ist eine Spur. Wir hinken hinterher. Ja. Der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das von ihr entdeckte Artefakt könnte zusätzliche Komplikationen verursacht haben. Okay, bringen Sie uns näher ran. Verstanden. Oh, schaut mal, das ist aber auch super gemacht. So, erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die Mars-Mission am Anfang vom Spiel. Hier sind Feinde! Bringen Sie uns rein. Commander, auf der Landeplattform! Das ist sie! Achtung, Shuttle! Hier spricht Dr. Anne Bryson! Wir werden angegriffen! Okay, dann ein... Mehrere Feinde registriert! Bring sie uns rüber! Negativ, zu heiß! Fliege untere Plattform an! Festhalten! Jetzt, los! Springen! Okay! Wir können hier nicht bleiben, Shepard! Diese Plattform bleibt nicht mehr lange stabil! Bewegung! Sie ist irgendwo über uns. Anne Bryson finden. Das ist unser Auftrag. Sie ist irgendwo über uns. Oh, da oben. Boah, das ist aber auch cool gemacht. Schaut mal. Wow, die ganzen Heuschrecken. Krass. Einfach cool gemacht, BioWare. Hallo? Ist da jemand? Ich komme runter. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Es ist zu gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Ja, okay. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite. Verstanden. Okay. Wir sind unterwegs. Okay. Fahrstuhl. Wow, ist das cool. Okay. Der Fahrstuhl. Wenn das der Fahrstuhl war, ist nicht mehr viel von ihm übrig. Kann ich da rund? Das sind Husks. Aha, aha. So, du Husk. Muss ich da runter? What? Wie cool. Wie cool das gemacht ist, Leute. Ich sehe. Wow. Oder hätte ich darüber sollen? Ach nee. Da geht's rein. Ah, da wäre ich rübergekommen. Okay. 2 Wege. Da geht's ganz schön ab. Kriegsgebiet, würde ich mal sagen. Wow. Schaut mal. Das ist ja eine richtige Invasion der Reaper. Heuschrecken. Hier entlang. Ja. Okay, Liara, alles okay mit dir, weil du so stöhnst? Okay. Ah, wow, da geht's ganz schön abwärts. Commander, sie sind überall hier oben. Können sie sich irgendwo verstecken? Ich versuch's. Tun sie das und bleiben sie dann dort. Das war's mit dir, Kannibale. Da ist nochmal ein Kannibale.
So. Mal so ein bisschen vorgearbeitet. Man kann ja nie wissen, wie viel Unterstützung die Anne braucht. Da ist was. Ah, da hätte ich was in die Luft jagen können. Ich dachte gerade, das ist der Flügel von einer Heuschrecke. Aber es ist nur eine Plane. Oh, Edi geht in Deckung. Das ist kein gutes Zeichen. Wo? Wo? What? Okay. Vorsicht! Den Weg können wir nicht nehmen! Ein Suchen Weg wir einen anderen Weg! Okay. Ein Weg zum Fahrstuhl finden. Okay, da hat's einen erwischt von denen. Ach, wo kriecht denn ihr her? Der kam da gerade unter der Kommode raus. Ah, sorry, das ist eben. Ich dachte gerade. Was ist hier? MP-Hochgeschwindigkeitslauf aufheben. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Es ist wirklich cool gemacht. Ja, okay, was haben wir hier? AT-12 Radar aufheben. Aha, was ist denn eine AT-12 Radar? Wahrscheinlich eine. Nee. Nein. Was ist das hier? Aha. Eine Schrotflinte oder so. Oder eine MP. Nein, eine Schrotflinte. So. Lassen wir das jetzt mal wie gehabt. Aber ich weiß nicht, wo ich jetzt lang muss. Zum Fahrstuhl. Einen Weg zum Fahrstuhl finden. Ja, ja, ja. Hier? Gibt's hier was? Nein, das ist eine Sackgasse. Hier lang? Nein, da geht's auch nicht. Es muss schon irgendwo hier sein. Darunter geht's nicht. Ich denke schon, dass wir da irgendwie rüber müssen, aber wohin? Ach, da ist eine Leiter. Wahrscheinlich da lang. Das hast du dir so gedacht, Husk. Und jetzt kann ich da... Ach, da kann man wahrscheinlich rüber. Jawohl. Das da drüben sieht aus wie eine Brücke. Brückensteuerung. Gibt es hier was zum Aufsammeln? Ein Scheinwerfer. Nein, also Brückensteuerung. Aktivieren. Steuerung funktioniert nicht. Jemand muss sie reparieren. Sofort, Commander. Genau, Edi, mach du mal. Die Drähte wurden beschädigt. Reparatur dauert einen Moment. Zabam. Nicht mit uns, Husks. Repariert. Ziehe sie jetzt hoch. Sehr gut, Edi. Auch gegen die Banshees ist die Paladin super. Gefällt mir. Ja, ja, Benji. Ah, ja. Oh, schaut mal, wie die Brücke hochgeht. Das ist ja auch mal cool gemacht. Sehr gut. Bewegung! Der Fahrstuhl kann nicht weit weg sein! Boah, schaut mal. Die vielen Heuschrecken. Super. Also, super gemacht, nicht super für die Anne und für uns. Die liebe Anne Bryce. Muss ich da jetzt wieder runter? Jawohl. Hier entlang. Halt die Backen, Husk. So. Nichts einzusammeln. Okay. Ah, hier können wir tatsächlich rauf. Ah. Alles klar. Sehr gut. Da kommt der Fahrstuhl. Man, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Gibt es einen anderen Weg nach oben? Ich öffne die Kapseltür in Ihrer Nähe. Darüber befindet sich ein Zugangspunkt, Commander. Aber dorthin müssen Sie klettern. Verstanden. Oh. Verstanden, ja, wollte ich auch gerade sagen. Alles klar. Da lag was. MP-Massenimpuls-Rückstoßsystem 3. Mhm.
Wo muss ich denn jetzt klettern? Muss ich jetzt hier klettern? Nochmal, du hast uns hier die Tür aufgemacht, Anne. Und jetzt wollen wir gerne darauf. Ich hätte jetzt hier drin irgendwo eine Leiter oder so erwartet. Aber hier ist nix. Oder, nee, da kann man nicht hochklettern. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Nee, da geht's nicht raus. Hm. Du hast uns die Tür geöffnet, Anne, aber... Wo geht's denn mal weiter? Muss ich darauf? Muss ich darauf? Ach, da muss ich rauf. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass ich da jetzt in die andere Richtung muss. Wer hätte es gedacht? Autsch. Da ist ein... Da ist eine Heuschrecke oder so, oder? Die auf uns schießt. Dachte ich gerade so vom Geruch. Nee, das ist so ein Verwüster auch. Da muss ich hin, Fahrstuhl. Okay, Leute. Ich finde das cool. Ui, schaut mal da drüben. Seht doch mal. Das ist ein Reaper. Eindeutig. Das ist das gleiche Bild, das wir beim Bryson im Labor gefunden hatten. Okay. Haben wir hier noch irgendwas einzusammeln? Ah, hier ist was. Moment. Daten. 2500 Credits. Uiuiuiui. Ja, das macht einem natürlich... Man sagt aber nichts dazu, unser Shepard, oder? Nein. Auch die Liada sagt nichts. Sehr verwunderlich. Sehr verwunderlich. So, meine Damen. Weiter geht's. Hätte ich es mir doch denken können. Medizinkit. Kommt ihr? Mach ich. Schon dabei. Mache ich. Aber ihr bleibt da unten stehen. Na großartig. Blockiert. Finden Sie einen anderen Weg. Okay. Also Edi ist zumindest schon mal da. Ah, hier ist ein anderer Weg. Liada? Verstanden. Liada, wo bist du? Liada steht immer noch da unten. Ach, die kommt nicht darüber. Schaut mal, da ist ein Bug im Spiel. Naja, in der nächsten Zwischensequenz ist Liada wieder da und ich hoffe, dass wir es in der Zwischenzeit nicht brauchen. Also hier kommen wir nicht weiter. Das haben wir jetzt schon mal gesehen. Also müssen wir da rauf. Oder beim nächsten Fahrstuhl. Da teleportieren sie sich ja auch immer rein. So. Hier können wir durch. Ach, da ist sie, die Liada. Commander, Sie haben meinen Assistenten Hopkins angegriffen. Wir werden umzingelt. Bleiben Sie versteckt, Doktor. Wir versuchen es ja, aber es sind zu viele. Beeilen Sie sich. Wir beeilen uns ja, liebe Dr. Bryson. So. Wo? So, ihr miesen Dinger, ihr. Nochmal ein kurzer Blick auf die Schlacht. Wahnsinn. Ja, das ist ein bisschen übertrieben von den Reapern, finde ich, was das Aufgebot anbelangt. So. Gut. Dann nehme ich mal an, dass ich da rauf muss. Sieht auch sehr cool aus, wie unser Shepard da klettert.
Gut. Leute, das ist ganz schön heftig. Gut, ich würde sagen, wir machen hier jetzt dann mal Pause und einen Codex-Eintrag. Und dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Und zwar machen wir jetzt einen Eintrag zum Thema Technologie. Die Genophage war eine Biowaffe, mit der die kroganischen Rebellionen beendet werden sollten. Die Turianer konnten die Kroganer zwar zunächst aufhalten, aber allein wegen ihrer massiven Überzahl waren sie auf konventionellem Weg nicht zu besiegen. Deshalb arbeiteten die Turianer zusammen mit den Salarianern an einer Methode, die schnelle Fortpflanzung der Kroganer auf genetischem Weg zu unterbinden. Das genophage Virus replizierte sich, indem es genetische Schlüsselsequenzen angriff und sämtliche Körperzellen veränderte. Andernfalls hätten die Kroganer es mit einer einfachen Gentherapie heilen können. Konnte der genophage Erreger sich nicht mehr replizieren, starb er ab, wodurch ungewünschte Mutationen und Kontamination vermieden wurden. Außerdem wurde die Genveränderung vererbt. Sie hatte zur Folge, dass nur eine von 1000 kroganischen Schwangerschaften mit einer erfolgreichen Geburt endete. Genau genommen wurde also nicht die Fruchtbarkeit, sondern die Entwicklung der Embryonen unterbunden. Um die wenigen fortpflanzungsfähigen Frauen fochten die Warlords der Kroganer erbitterte Kriege aus. In vielen Kreisen wird der Einsatz der Genophage bis heute kontrovers und hitzig diskutiert. Ja, aber wie wir am nächsten Eintrag schon sehen, ist die Genophage Geschichte, dank uns und unserem Shepard. Gut, Leute, dann machen wir jetzt hier, wie schon gesagt, einen Cut und machen im nächsten Part hier an dieser Stelle weiter. Mit wieder irgendwelchen Symbolen an der Wand, nach die werden wir uns genauer anschauen. Bis dann. Ciao.